Einen wunderschönen guten Tag. Willkommen zurück bei einer weiteren Runde Elden Ring. So, wir haben ja der Tür aufgehört. Ich habe die Aufnahme irgendwie doch 2 Sekunden gebraucht, um sie neu zu starten, weil die Gegner hier einfach gekommen sind. Hier kommt die Hüpf. Und alles ist gut. So, wir sind jetzt hier unten nicht mal angekommen. Jetzt langsam habe ich das Gefühl, dass wir Fortschritte machen. Am Allgemeinen nicht so viel Sterbenzustand müsste man natürlich noch optimieren. Ich glaube, hier unten. Bin mir da unten gar nicht sicher. Ich glaube, das war ein kleiner optionaler Bereich, aber ich weiß jetzt nicht, wie sehr man da aufs Maul bekommen hat oder halt auch nicht. Die anderen haben gezielt, aber ist egal. Hauptsache einer ist tot. So, jetzt plündern wir hier mal die Leichen. Pike! Oh, schön. Bolzen. Die Hüpf. Ah, beim hier hüpfen. Die Zeit reicht, um mich anzufackeln. Nee. Ich glaube, hier unten geht der Weg quasi zum Haupttor. Wow! Ich gehe oben lang. Jetzt weiß ich, dass es da ist. Jetzt wird es bestimmt einfach, aber wuhu! Hallöchen. Rammpfeile. Okay. Der große, der macht mir gerade ein bisschen Sorgen. Das ist okay. So, letzte Heilung. Cool. Oh, wow. Bin leider so neugierig, aber... Hi! Wir lassen es, oder? Ich würde gerne ein bisschen weiterkommen. Wir kommen da ja relativ schnell hin und ich versuche einfach mal zu merken, dass da was ist. Ich habe echt das Problem, ich habe nichts mehr zum Heilen. Und wir haben hier noch eine Menge vor uns, glaube ich. Magiefett. Nicht mich an den großen Rand schleichen? Der da vorne rumsitzt? Geht das? Muss ich mal ausprobieren.
Seht ihr das Leuchten an der Statue? Da kommt, musste man, glaube ich, einen großen Gegner. Eine Gnade! Oh yeah! Okay, dann. Ich will schon mal fein raus, oder? Probier das erstmal nochmal so. Weil die Gegner da ja jetzt nun alle tot sind. Ah, da vor ist wieder so ein Vogel. Na, egal. Oh! Nein! Ach, nein! Da hab ich kritisch gemacht. Nein, nicht der Hund, nicht der Hund! Der Hund hat mich. Oh, Alexander Markus. Der Hundi. Entschuldigung. Das Niveau sinkt. Oh. Und da habe ich mich da gerade so gut geschlagen. Mach das Ganze nochmal. Oh, warte mal. An dich kann ich mich wecken, oder? Komm her. Komm her. Okay, so direkt am Leuchtfeuer bin ich flexibel. Gnade. Kann man nicht flexen? Kann auch einfach sterben. Alles gut. Ich dachte, ich versuche mal Sprinten und einen aufgeladenen Angriff. Aber einen aufgeladenen Sprintangriff in dem Sinne gibt es scheinbar nicht. Das ist okay. Das hier ist eine Abkürzung, oder? Geht's ja weiter? Egal, ich rufe den verdammten Fahrstuhl einfach mal runter. Ist schon mehrfach aufgefallen. Ich krieg doch nicht immer meine ganzen Runen wieder, oder? Außer dran. Ich habe immer einen Runenverlust tatsächlich. Aha. Wie kommt das denn? Könnte doch jetzt wieder weniger werden, oder? Oh, ich hätte schwören können, dass ich immer alle wieder kriege. Ich habe das jetzt schon mehrfach irgendwo gesehen gehabt und dachte, ich habe mir das eingebildet, aber nein! Eindeutig nicht! Okay, ich muss hier nochmal kurz rein. Gemälde der Prophezeiung. Okay.
jetzt hier? Habt ihr aufgepasst, welche? Werk eines reisenden Künstlers erinnert an das Gemälde Prophezeiung. Es heißt, dieser Maler habe Landschaften verewigt, die Sterbende in den letzten Augenblicken sahen, bevor der Tod sie umarmte. Die Seele des Malers und die Spuren seiner letzten Momente kann man heute noch entdecken, wenn man den abgebildeten Ort besucht. Ach, das waren Schatzkarten, ne? Hier sieht nochmal ein Groß, ne? Ich glaube, das war eine Art Schatzkarte. Hopp! So. Jetzt sagt mein Gedächtnis, mir kommt von vorne was ganz, ganz Großes entgegen. Damit meine ich nicht diesen Vogel. Nicht den Typen da. Was ganz, ganz Großes. Gehst du mal gut wieder? Halbmontags, auch schön. Noch eine. Saat, okay. Da ist er! Komm! Lass uns spielen! Den brauche ich nämlich, glaube ich, um die Statue aufzuschlagen. Und ich glaube, da sind auch nur Schmiedesteine drin, aber. Immerhin, ne? Oh! Wow, 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 wow. Hier. Wow. Kommst du? Nein. Will aber. Bin ich verwirrt. Ich dachte, ich muss den mit runternehmen. Na komm, komm. Genau, solche Angriffe muss er machen. Na ja. Okay. Die Schmiedesteine. Wow, sogar 5 Einser und ein Zweier. Jetzt ist mir eigentlich egal, links. Auf jeden Fall, ich glaube, bei euch mit dem Haltungsschaden hat der Fisch so ran, ne? Oh yeah. Wow, so viel dazu. Nur 2 aufgeladene Treffer und dann haben wir ihn. Problem ist, er fällt. Geradeaus um. Und...
Also gegen die Großen, finde ich, ist diese Stärkewaffe super praktisch. Oh, das war schon wieder meine letzte Heilung. Wow. Ich glaube, wir können die Waffe auch nochmal weiter aufbessern, oder? Vielleicht gar nicht mal die dümmste Idee. So, euch beide werde ich anhüpfen. Hüpf. Hüpf. Bossnebel. Stein. Das heißt aber, wir gucken uns nochmal weiter um. Es gibt noch so einige komische Ecken. Oh. You were a fine warrior. Your only mistake was your choice of master. Let the winds lift you to a higher place. Lady? Well, who do we have here? Tarnished, are you? Clearly not one of Godric's lot. I am Nefeli Lu, tarnished and warrior like you. I'm here by decree of my father. How utterly repellent this is. This grafting of Godric's ill befits a lord. He's tainted the very winds. Okay. If you intend to challenge Godric, I ask you call upon me. The winds run foul with his deeds. I'm certain father would permit me aid the fight. Apologies, but I've idled long enough. As fellow tarnished, we must each follow our own guidance. Down whatever road takes us to the throne of Elden Lord. Noch ein Text? Apologies. As fellow down whatever. Cool! Wir haben eine Freundin. Schmiedestein 1. 4 Stück. Wow, ich glaube, wir haben mittlerweile. Muss ich mal ganz gut. Eine ganze Menge, oder? 15. Ja, dann können wir doch mal unsere Waffe hier nochmal verbessern. Aber ich würde, wir gucken uns jetzt hier nochmal genauer um. Wenn wir jetzt hier schon kurz vom Bossnebel sind. Hier war ja noch ein Fahrstuhl. Die Tür ist nur von einer Seite zu öffnen, sagt mir mein Gedächtnis. Ja. Gut, das sagt, das heißt die Gedächtnis. Das ist so typisch für Souls. So, mal gucken, wo es hinführt. Ich weiß nämlich ganz ehrlich nicht, wo wir noch einen Fahrstuhl haben. Ist das eine Abkürzung? Falls ja, wohin? Ja, komisches Pimmern. Seid ihr böse? Ja, seid ihr. Wow. Du auf jeden Fall. Aha, Haltungsschaden. Geht doch. Herbein des lebenden roter Fleischklops. So. Wenn ihr euch jetzt hier benehmt, lasse ich euch am Leben. Sprung nach Topf, okay. Sprung nach Topf. Oh, cool. Ich höre hier irgendwo ein Glitzern oder Schimmern. Sturmrufer. Aha. Ist doch eine Gnade. Nochmal ein komplett optionaler Weg. Gefällt mir. Okay. Wupp. War eine Gnade? Direkt vom Bossnebel. Ah. Okay. Lass uns mal die Waffe verbessern und den Boss jetzt einfach mal machen. Es schreit doch gerade danach. Weißt du, kann ich die Flasche nicht verbessern? Zufügen? Ja. Mit 2? Eieiei. Verstärken? Heilige Träne? Habe ich eine? Nö.
ich gehe mal zu unserem Schmied des Vertrauens und verbessere mal unsere Waffe. Wer bist du denn? I don't believe we've met. I'm known as D. D, der Auftragsmörder. Those who live in death and weed their death root. Heed my warning. Those who live in death should be left well alone. All the more should you spy a mariner among their number. Unless you wish to lay down your life in vain. Those Hallo, who live in death should be Ach so, wow. More. So, dann Schmied, der war hier, da, genau. Well, where have you been hiding? I took you for dead. Bist du tot gehalten? Naja, ist egal. Waffe verstärken. Hier, nimm die da. Und fast pleite, aber dafür haben wir jetzt eine Waffe auf plus 4. Wo ist eigentlich Rotkäppchen? Muss ich die nicht irgendwie noch ein bisschen weiter anfreunden miteinander? Rotkäppchen? Rotkäppchen! Da. Pleasure to see you. Thank goodness you're safe. I'm still looking for my own purpose. It's not easy by any means. But it's what I must do. Oder ich glaube, so heißt sie. You're telling me I possess Aber sie ist für mich jetzt Rotkäppchen. I don't believe you. But if I do have this talent, and goodness knows it would be my first, I suppose I should try to hone it, shouldn't I? I'll ask yep. Master Hugh to teach me. Certainly he does appear intimidating and holds no love for us tarnished. But I know he's trapped here at the Round Table Hold, so I can tell. He's a gentle soul underneath it all. If I do have a talent for spirit tuning, and goodness knows that would be a surprise, I suppose I should try to hone it, shouldn't I? I'll ask Master Hugh to teach me. If I do have a talent, I suppose I'll ask Master Hugh to teach. Fragen wir ihn doch nochmal. Könnt ihr das doch jetzt nochmal mitteilen, oder? Back already. No matter. Roderica, Rotkäppchen. What about her? Are you out of your mind? You'd stay with an ugly brute who only knows how to smith. Absurd. Besides, she'd never agree to it. Doch, sie wäre einverstanden, glaub mir. And I refuse to believe it. I don't doubt you, but I know when something's too good to be true. Rotkäppchen, nochmal das Gespräch bitte. Okay, das wird wohl nichts mehr. Aber jetzt abgesehen davon, dass ich Bock habe auf den Boss, wir sind pleite genug, dass ich nichts zu verlieren habe, ne? Woohoo! Wo kommt der Typ denn hier vorne? Komm, Haltung! Oh. Ich hätte 3 aufgeladene Treffer gebraucht, um seine Haltung kaputt zu machen. Eieiei. Ich meine, wir können es ja nochmal probieren. Das geht ja relativ schnell. Aber auch das ist so etwas, was ich ehrlich gesagt später machen würde. Probier! Hab Spaß dran! Wupp! Ah, es war schon wieder zu früh. Und nochmal. Deine Haltung ist immer noch nicht durch, trotz 3 aufgeladener Treffer. Wow. Okay. Okay. Von mir aus? Wir wollten doch eh was anderes machen. Wir wollten doch was anderes machen. Oh mein Gott. So, und zwar
Abgelegene Zelle ist es, glaube ich. Wir haben, glaube ich, in Schloss Sturmschleier auch noch Standbild. Genug andere Sachen zu tun. Hier, komm, du hast mich gebeten, dann rufe ich dich jetzt auch. Aber auch nur, weil du so freundlich gefragt hast, ja? Zwei Äxten. Ha. Das ist mal gar nicht so schlecht. Ach, der Typ mit dem Flammenwerferarm. Ha, ich erinnere mich. Ich glaube es. Mighty Dragon. Thou art a true born heir. Lend me thy strength, O kindred. Deliver me unto greater heights. Er hat einen Finger zu viel. Naja. Well. Glücklich. So, ich würde primär jetzt natürlich wieder versuchen, mit dem Haltungsschaden zu arbeiten. Du blöde Kamm. Hey Gott. Das war ja. Lief ja richtig gut. Also muss sie aber auch. Weil sie mich drum gebeten hat. Grundsätzlich würde ich es ja fast lieber alleine probieren, aber sie hat mich drum gebeten und ich bin ja eigentlich ganz nett. Hallo? Na? Spielen? Bestimmt, ne? Wurde deine Haltung kaputt? Das wäre nett. Fände ich gut. Oh, noch ein Aufladen. Na, geht doch. Hier, benimm dich! Rippen versaut. Ticket. Truest of dragons. Ach, sein Flammenwerferarm war ein Drachenkopf. Oh. Lend me thy strength. Falls ich es noch nicht erwähnt habe. Das Spiel hat einen ziemlich wichtigen Aspekt. Hui! Gehen wir dann nach. Oh, 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 oh! Ich will deine Haltung gerne durchhaben. Geht doch! Und von vorne, von vorne. Jo. Hopp. Wow. So, was gut ist, dadurch, dass wir zu zweit sind, kann ich durchaus zwischendurch mal einfach schnell mit reinhängen.
Und hopp, deine Haltung muss gleich wieder durch sein. Oh, das ist mal noch tot. Haha. Echo des Verpflanzten. Danke! Große Runen. Die großen Runen, die ihr durch euren Sieg über Fragmenträger erhaltet, haben ihre Kräfte verloren. Ihr könnt diese jedoch in heiligen Türmen im Zwischenland wiederherstellen. Lest die Beschreibung einer großen Rune, um herauszufinden, welchen heiligen Turm ihr besuchen müsst. Okay. Wer ist mit Leveln? 15.000 Seelen, ja. Sind mehr live. Und ich würde gerne von der Stärke her mich mal darauf konzentrieren, in die Richtung zu kommen, dass ich sie einhändig tragen kann. Das ist alles. Das ist so mein Ziel. Was bist du denn für einer? What a pathetic excuse for a lord you were. Craven to the bone. Pushing me about like that. And after all that grafting, where did that get you? Look down on me, would ya? Godric, you filthy slug. Feel it. Feel it. Feel my bloody wrath. Du bist ja geil. Oh. Hello there. This weasel was... Godric was always looking down on me. He got what he bloody deserved thanks to you. I tell you though, what goes around comes around. He had an ugly heart, an uglier countenance, and met the ugliest of ends, eh? Du denn im Angebot? Hast du es? Großpfeile? Ballisten? Du bist ja ein cooler Typ. Hab dich lieb. Now I can do whatever takes my fancy. Can I, mate? Ich wusste nicht, dass es diesen Typen gibt. So, da gehen wir jetzt nicht durch. So, wir gucken uns hier nochmal kurz um. Das machen wir. Oder? Was sagt uns die Map? Ah, das dürfte der Ausgang Richtung Leonia Seenplatte sein. Ach komm, ziehen wir durch. Was soll der Kleinkram hier? Mach mal die Tür auf da. Okay, es ist ein Thronsaal. Okay. Ich kann hier aber auch nichts machen. Ich kann nicht angreifen oder so. Okay. Ist wohl ein friedlicher Thronsaal. Geht's hier lang? Ich kann ihn wieder angreifen, okay. Sicher und ach hier, Leiter, nehmen wir die. Shabiri-Traube. Die war auch für irgendeine Quest, glaube ich, wichtig. Aha, dort.
Jungfer, bitte nehmt meine Trauben. Jungfer, teure Jungfer, wo seid ihr? Bitte nehmt meinen Traum. Okay. Ah, hier waren wir schon. Wie Ionia das sehen wird. Hübsch, hübsch. Da vorne ist die Akademie. Boah, es ist, diese Welt ist so riesig. Einfach nur geil. Ja, das kennen wir ja schon, ne? Joa. Nice. Ah, übrigens, mir ist übrigens noch, glaube ich, wieder eingefallen, diese Dinger markieren quasi die Map-Standorte, glaube ich. So, dann würde ich aber gerne Schloss Sturmschleier noch mal ein bisschen genauer auseinandernehmen und mich dann vielleicht open-world-technisch noch ein bisschen hier umschauen, anstatt hier was zu machen. Ich habe jetzt einfach nur gerade Bock drauf, diesen Ding hier noch mal umzubringen. Das ist ein bisschen, naja, klingt ein bisschen böse, aber ist dann halt so. Ey, ich möchte ihn hier kritten, nicht mit euch spielen. So, und go. Ah, hätte ich mir vielleicht überlegen sollen. Ich hätte vielleicht den Kleinen nochmal beseitigen sollen. Na egal. Oh, jetzt zieht sein Schwert. Achso. Gut, das löst das Problem mit dem Kleinen, oder? Aha. Zwei aufgeladene Angriffe. Und du bist tot oder umgefallen. Das ist mir egal. So. Hopp. Ah, top. Wunderbar. Super. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Das mit Godric hat ja jetzt richtig gut geklappt. Ich bin begeistert. Wenn es gefallen hat, super gerne eine Bewertung da lassen. Oh, komm. Ich mach noch einen Stufenaufstieg bis zur nächsten Folge. Ciao.